Da war ich 24 und hatte meinen ersten Job als Trainer für eine Erstligamannschaft Frauen gehabt und hat gesehen, oh, das funktioniert eigentlich okay und hat auch gutes Feedback und so bekommen. So habe ich gedacht, das wollte ich gerne in Zukunft machen. Wenn man denkt, jetzt bin ich gut oder gut genug, dann muss man eigentlich aufhören, weil dann ist die Energie nicht für Lernen, für neue Sachen so umsetzen und so nicht da. Und das will ich auf jeden Fall immer. Ich will immer lernen, entwickeln und ja. Das ist mit vielen Gefühl dabei, es gibt traurige Leute, es gibt happy Leute, es gibt alles, weil alle wollten spielen, alle wollten immer am Spielfeld stehen und das ist so und ich denke, dass ob das ist Frauen oder Männer, wir sind alle ehrgeizig, wir wollen alle Erfolg haben, wir wollen alle Verbesserungen und so und ab und zu gibt es Perioden, wo das nicht so gut läuft und so und ja, dann ist Trainer immer schuld, aber mit sowas lebte ich in 15 Jahren jetzt und das macht mir Spaß so allgemein, aber es gibt immer Sachen in einem Beruf, denke ich, wo man denkt, ach, ich gehe nicht so glücklich zu Hause heute als normal. Ich denke, das ist eine Gewöhnsache. Ich versuche Musik zu mitbringen, wer ein bisschen gute Laune reinbringt. Rhythmus ist auch etwas in Handball. Aber auch ich sage nicht, dass es ein Streckfaktor ist, aber es gibt Musik und die Spielerin muss meine Stimme immer hören, was sagt der Trainer jetzt und muss mit den anderen kommunizieren, auch wenn das laut ist in die Halle und so. Ich denke eigentlich, am Anfang gibt es auch Frauen, die sagen, du bist verrückt, Trainer, was wollen wir mit dieser Musik? Aber oft am Ende in einer Saison hat viele so ein Gefühl, dass das hört dazu jetzt. Und wenn das fehlt, dann guckt alle, wo ist Musik jetzt.